Neben der Verkehrsflut ein weiteres Sorgenthema unserer Zeit, das bezahlbare Wohnen. Klein, fein, mein, denkt sich so mancher und schraubt seine Ansprüche runter. Ein Trend geht zu Tiny Houses. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes winzig, eine Art Einzimmer-Apartment mit 20, 30 Quadratmetern. Gibt es nicht nur in der Stadt, auch auf dem Land. In Unterammergau wurde jetzt ein Bauprojekt bewilligt, das ein Pärchen mit viel Engagement durchgesetzt hat. Am Anfang war es nur ein Traum. Manuela und Bernd haben das Grundstück gekauft. Die Baugenehmigung für 6 Tiny Häuser ist mittlerweile erteilt und Anfang nächsten Jahres sollen sie hier stehen. Also ich sehe das alles schon vor Augen. Ich sehe schon die ganzen Häuschen hier stehen, die quasi so ein bisschen im Kreis angeordnet sind. Mit innen einem Gemeinschaftsplatz, wo sie in der Mitte ihre Feuerschale haben und sich da am Abend miteinander treffen können. Rund 1000 Quadratmeter groß ist das Grundstück. Genug Platz für die Minihäuser, wie der Größenvergleich zeigt. 7×3 Meter groß ist der Prototyp, der im Eigenbau im Garten von Manuela Schädle entstanden ist. Interessenten können Probe wohnen. Christiane Haas macht das jetzt schon seit einigen Tagen. Auf gut 20 Quadratmeter spielt sich das ganze Leben ab. Das Tiny House ist gut durchdacht. 80.000 bis 100.000 Euro kostet es. Trotz der begrenzten Fläche ist genug Platz. Sogar mehrere Personen können hier schlafen. Alles ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Das kennt jeder eigentlich, wenn er im Urlaub ist und nur einen Koffer voll Zeug dabei hat, dann ist es eigentlich vieles entlastend, weil man nicht so viel beschäftigt ist mit Überlegungen, was mache ich heute oder was ziehe ich an, was räume ich auf. Und wenn ich weniger habe, dann muss ich nicht so viele Entscheidungen treffen. Und natürlich ist es auch eine Frage der Nachhaltigkeit. Also ich bin sehr dafür, wir haben nur begrenzte Ressourcen auf dieser Welt. Und wenn wir so weitermachen, geht es halt den Bach runter, das sehen wir jetzt schon. Und ich möchte auch meinen Beitrag zu leisten. Leben im Tiny House ist ein bisschen wie Campen. Die Spülmaschine fehlt, doch selbst ist die Frau. Also Spülmaschine fehlt mir nicht. Also man hat ja nicht viel Geschirr, man spült das ganz schnell ab, das ist ruckzuck erledigt. Und ich brauche nicht 5 verschiedene Gläser, also ob ich jetzt den Sekt aus dem Sektglas oder aus dem Wasserglas trinke, er schmeckt immer gleich. Jedes Tiny House entsteht mit viel Handarbeit. Handwerker aus Unterammergau helfen beim Bau. Alles passiert im Ort. Alle packen mit an, denn viele sehen Potenzial in dieser Idee. Ich finde dieses Modul, diese Modulbauweise hervorragend, um auch in den Städten nachzuverdichten, Wohnraum zu schaffen, in Plätzen, die ja nicht so zugänglich oder sonst was sind, einfach um ja, einen attraktiven Wohnraum zu gestalten. Das Gemeinschaftsgebäude für die 6 Tiny Häuser steht schon mal. Waschmaschine, Leihgeräte und Staufläche soll es bieten. Viele haben Lust auf diese neue Art des Wohnens. Die Bewerberliste für die ersten Minihäuser war lang. Es sind Menschen, die wirklich mitten in der Gesellschaft stehen und die einfach sich hier bei uns keinen anderen Wohnraum mehr leisten können oder das auch gar nicht mehr wollen, weil sie lieber klein wohnen, weniger besitzen und dafür mehr Gemeinschaft und mehr Miteinander pflegen wollen. Es soll einfach etwas schaffen, wo man die Möglichkeit hat, zusammen etwas näher zu rücken. Weil ich glaube, das ist irgendwie angesagt. Die Zeit ist gut dafür. Andernorts wird wegen Baugenehmigungen gestritten. In Unterammergau stehen sie schon bald, die ersten Tiny-Häuser.